Moin, liebe Leute, herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS19 Holzer Map. Wir sind dabei, ich muss erstmal überlegen, was ist denn heute für ein Tag? Heute ist Montag, ja genau, Wochenende ist vorbei, die ersten beiden Folgen plötzlich Farmer liefen. Habt ihr die geguckt? Wie fandet ihr die? Habt ihr auch bei den anderen Kanälen mal reingeguckt? Ja, wie dem auch sei, wir sind immer noch dabei, die letzten Strohballen hier zu sammeln. Dann kann man mir auf dem Feld direkt wieder was Neues ansäen. Da mache ich dann auch gleich einen neuen Cosplay-Kurs fürs Ansehen, weil der andere, der war ja doch dann eher katastrophal. Und ich fahre jetzt von da hinten rum und dann passt eh nicht mehr alles drauf. Das ist wieder so, wegen einem Ball musst du dann extra fahren. Boah, ich kann kotzen. Ach, da vorne ist auch der eine Grasballen. Na, könnte doch noch passen alles. Ja, passt sogar. Kriegen wir alles mit. Könnten noch einen Ballen haben. Alles zusammenklappen. Und dann aufs Feld bringen hier. Ja, und das Feld nutze ich jetzt hier eben einfach, um Ballen abzuladen. Natürlich nicht hier oben. Boah, das muss auch noch geändert werden, dass ich das jedes Mal ausschalten muss, wenn ich einen Spielstand lade. Mann, Mann, Mann. Ja, dicht am Zaun. Man muss auch mal Risiko eingehen. Living on the edge, wie man so schön sagt im Englischen. Nein, Quatsch. So, Dolle. Dann schnappen wir uns eben hier wieder das Frontgewicht. Also, was sagt denn überhaupt das Feld? Muss da noch irgendwas gemacht werden an dem Feld? 35. Geerntet, ja, ist richtig. Benötigt kein Kalk, muss nicht geflügt werden, ist auch nicht gedüngt. Und Unkraut ist natürlich auch nicht drauf. Okay, ja, dann können wir es ja im Prinzip neu ansehen. Und eben. Zu machen. Ach, da vorne muss ich ja auch noch hin und muss noch. Das kann ich gleich machen. Ich muss ja noch Heu wenden. Vielleicht nicht die klügste Wahl, diese Sämaschine zu nehmen. So, und jetzt berechnen wir einen neuen Kurs. Ne, erst löschen wir den alten. Kursgenerierung.
Feld 35. Und herum zwei Vorgewendebahnen im Uhrzeigersinn. Arbeit beginnen auf. Ja, weich, mach mal weich. Machen wir 5 Vorgewendebahnen. F35 Zen 3,6 Meter weich. Speichern. Kurs beginnen am ersten Wegpunkt. Achso, wollte ich wieder Hafer machen? Dann mache ich mal Weizen. Schön, dass das nicht geht. Gang eingelegt gehabt. So, wunderbar. Habe ich da vorne irgendwas dran? Nein, ich habe da nichts dran. Habe ich schon eine Ballengabel und dann muss ich mir jetzt erst eine kaufen. Eine Dummgabel habe ich. Kann ich damit auch Ballen aufspießen? Muss ich mal ausprobieren wahrscheinlich. Dann nehmen wir die mal vorsichtshalber mal mit. Dummgabel. Da steht, er liegt sie. Das ist die Frage, ob wir dann gleich Heuballen machen oder ob wir Heu einfach so sammeln, lose. Was ja auch ginge. So, was ich jetzt machen will ist, ich will hier die Baumreste am Rand haben. Ich weiß, da müsste ich eigentlich eine Poltergabel für haben, aber hole ich hier das ganze Gras von der Wiese. Das will ich ja auch nicht. Ich will doch nur hier die Baumstümpfe hier an die Seite bringen. Bringt mir ja nichts, wenn das hier alles nachher in meinem Heu rumliegt. Lag doch da hinten im Schatten. Lag auch noch was rum.
Das ist ja geil. Ja, ich weiß, es ist wahrscheinlich jetzt mega performancefressend, aber das halt. So. Jetzt nehmen wir uns den Schwader, den Wender. Mann, ey. Ja, ich weiß, ich kenne den Unterschied natürlich. Aber ich weiß nicht, warum ich es immer falsch sage. Und jetzt machen wir Heu. Reingucken. Hey, da kann hier kein Dingens da machen. Kann hier kein. Dann bauen wir uns doch eben selbst einen Feldrandkurs. Dann bauen wir uns doch eben selber ein. Mal gucken, das dann funktioniert. Das natürlich auch gleich schwadern können. Mann! Schon wieder! Ob ich es wohl jemals auseinanderhalte. Wie gesagt, ich weiß ganz genau natürlich, wo der Unterschied ist. Ich weiß nur nicht, warum ich es immer falsch sage. Selber früher häufig geschwadert und gewendet. Im Real Life sozusagen. So, und jetzt kann ich das nicht als Feldrandkurs speichern. Ja, liebe Leute, das gucken wir uns nochmal an, rundherum.
Vorgewendebahn im Uhrzeigersinn. Tralala, tralala, tralala. Achso, Moment. Doch, klar kann ich das. Aha. Ich kann ja jetzt hier sagen. Feldrand. Gras 1 sag ich jetzt mal. Genau. Und dann kann ich ja Busgenerierung von oben verbauen. Ja, macht keinen Sinn, aber ist okay. Speichern. Gras 1. Wenn denn 6,2 Meter weich. Oh, ja, dieser Baum, der muss weg. Ja, jetzt beobachten wir das mal, wie es läuft. Ja, liebe Leute, das war's für heute, für Montag. 10 Uhr die nächste Folge Nordfriesische Marsch. Und morgen 9 Uhr Holzer Map, 10 Uhr Nordfriesische Marsch, 15.30 Uhr. Plötzlich Farmer, dritte Folge. Also, schaut rein, ich würde mich freuen. Bis dann, ciao.